Herzlich willkommen zu unserer Sendung Philosophie im Gespräch. Es freut mich, heute Professor Jochen Hörisch im Studio in Hannover begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Hörisch. Vielen Dank für die Einladung, Herr Reusch. Herr Hörisch, Sie waren von 1988 bis 2018 Professor für Neuere Germanistik und Medienanalyse in Mannheim. Ihre Abschiedsvorlesung hatte die Irrationalität der Wissenschaft zum Thema. Das ist jetzt für den unbefangenen, nicht mit Ihrem Denken vertrauten Zuschauer erstmal etwas befremdlich. Was, Herr Hörisch, ist an der Wissenschaft, gerade an der Wissenschaft, irrational? Es gibt zumindest zwei Antwortstrategien darauf. Die eine ist interessant, weil sie die Klatsch- und Tratsch-Ebene bedient. Jeder, der längere Zeit an der Uni ist, weiß, dass es da drunter und drüber geht. Und dass die Affekte und Emotionen, die Konkurrenzen, mag man den Kollegen oder nicht, ist einer von uns beiden zu viel auf der Welt, eine ganz, ganz große Rolle spielen im universitären Alltag. Nach meiner Erfahrung geht es in allen anderen Betrieben, in Behörden, in Unternehmen, in den Kirchen, in Gewerkschaften, intern gesehen rationaler zu als an der Universität. Das ist auch so erstaunlich nicht, denn die Uni ist ja auch von ihren Leitmetaphern her ein erotischer, ein sexualisierter Ort. Man will als Uni-Mensch, als Forscher die nackte Wahrheit ergründen, man will etwas entdecken und bloßlegen und dergleichen mehr. Kurzum, Intellektualität ist mit starken, starken Emotionen verbunden. Was um Gottes Willen nicht heißt, dass die Emotionen dafür sorgen, was man rauskriegt, wenn man die Zahl Pi berechnet. Die ist 3,14 und dann geht es unendlich weiter. Aber dass im Prozess wissenschaftlichen Forschens Emotionen eine große Rolle spielen, das ist ganz klar. Ich antworte jetzt zu lange, aber will sagen, neben dieser Klatsch- und Tratsch-Ebene gibt es eben noch eine strukturelle Ebene, wo die Wissenschaft von der Bedingung ihrer Möglichkeit her, um kantianisch zu sprechen, zur Irrationalität tendiert, nämlich, dass sie mit System ja Ungleiches gleichsetzt. Tautologien, dieser Stein ist ein Stein, ist ein Stein, dieses Glas ist ein Glas, ist ein Glas, dann ist man entweder zen-buddhistisch oder es ist banal. Dafür brauche ich keine Wissenschaft. Dafür brauche ich keine Wissenschaft. Aber um rauszukriegen, dass E gleich M mal C Quadrat ist, nicht? Dazu brauche ich, weiß Gott, Wissenschaft. Und das gilt ja auch, dass ich schreibe, die Renaissance ist, und dann schreibt Jakob Burckhardt drei Bände über die Renaissance. Also wir haben ja in der Wissenschaft dieses seltsame Gleichheitszeichensystem, wo immer auf der linken Seite steht, die Renaissance oder Energie gleich Masse mal Energie zum Quadrat, mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Also, dass man mit System das Ungleiche, das, was ersichtlich was anderes ist, als das, was auf der anderen Gleichungsseite steht, gleichsetzt. Und das ist ein magischer. Man bildet ja Äquivalent, das ist ja keine Gleichsetzung. Ja, man setzt eine Äquivalenz fest. Keine Tautologie, sondern eine Äquivalenz. Und Äquivalenz ist nun eigentlich das Gegenteil von sexistischer Wissenschaft. Wir brauchen das Wort nur ins Deutsche zurück zu übersetzen. Dann wird aus der Äquivalenz die Gleichgültigkeit. Wissenschaft ist pervers, ist eiskalt, ist indifferent, ist unemotional. Also es gilt irrationalerweise beides. Der Wissenschaftsbetrieb ist hochgradig irrational und emotionalisiert. Er muss aber mit einigem Erfolg so tun, als sei er eiskalt und rational. Und dieses Spannungsverhältnis, als wir da rein das auf Fakten basieren. Genau. Man geht mit Emotionalität, mit der ganzen menschlichen Emotionalität an die Sache ran, die man behauptet, ganz nach dem Kalkül zu behandeln. Wissenschaftler sind leidenschaftliche Menschen. Das gilt für Astrophysiker wie Einstein, genauso wie für Schrödinger. Aber es gilt natürlich auch für Philosophen wie Heidegger oder Adorno, es gilt für Musikwissenschaftler, es gilt für Historiker, die die großen politischen Entscheidungen leidenschaftlich nachvollziehen, also ohne Leidenschaft. Und in diesem Sinne, dass man die nackte Wahrheit ergründen will, ohne Sexualisierung, kommt eigentlich die Alma Mater nicht aus. Also Leidenschaft, die auch Leiden schafft, die aus Leiden heraus Wissen erschafft? Ja, das ist das schöne alte Wortspiel. Das ja nicht bloß im Deutschen gilt, auch die Passion kann ja die Passion Christi sein, das Leiden Christi sein. Oder es kann die Leidenschaft sein, mit der man ein bestimmtes Erlösungsprojekt verfolgt. Es steckt also auch letztlich eine religiöse Dimension in der Wissenschaft drin. Man findet die Lösung für ein Problem und hat sich dann von diesem ungelösten Problem erlöst. Wissenschaftler sind auch immer Leute, die relativ schnell in so einen elementar rhetorischen Gestus der Erlösung verfallen. Ja, es gibt ja auch in der Wissenschaft Dogmen, wie es in der Religion Dogmen gibt. Es gibt Lehrsätze, die
zu widersprechen, ja auch widersinnigerweise wiederum der Wunsch und die Aufgabe eines jeden Wissenschaftlers ist, eben neue Dogmen zu finden, die alten Dogmen über Bord zu werfen, sogenannte alte Lehrmeinungen, der Wirklichkeit ist näher. Der Paradigmenwechsel und das Falsifikationsprinzip, wie Popper es entwickelt hat. Und das ist ja seltsamerweise nicht falsifiziert. Ja, wir haben ja ein Falsifikationsprinzip, was wirklich sinnvoll ist. Sätze gelten so lange, bis sie als falsch erwiesen sind. Und dann haben wir einen Paradigmenwechsel, von dem die Wissenschaft ja lebt. Newton hat in vielen Aspekten recht gehabt, aber das kann er nicht erklären. Wir müssen die Physik vollkommen neu denken und dann kommt man weiter. Oder Gödel kriegt eben, ich nehme bewusst mal Beispiele, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe, weil ich ein armer Geisteswissenschaftler bin, aber harte Beispiele aus dem Bereich der Logik, der Mathematik, der Astrophysik, dass man eben mit Gödel mit logischen Mitteln zeigen kann, dass man mit logischen Mitteln nicht alles zeigen kann. Der berühmt-berüchtigte Unvollständigkeitssatz der Logik. Und zack, wird die Mathematik anders konzipiert und anders gedacht. Und der alte Streit zwischen Platonisten und Konstruktivisten in der Mathematik sieht auf einmal ganz anders aus. Von Ihnen stammt der wunderbare Satz, Konstruktivisten sind die wirklichen Realisten. Gibt es überhaupt so etwas wie die reine Wahrheit? Ich meine, Sie haben gerade eben auch Newton erwähnt. Es wird ja meistens vergessen, dass Newton eigentlich Alchemist war. Der hat sehr alchemistische Theorien, die Physiker gern so unter die Decke kehren, weil er einer der großen Heroen der Physik ist, aber eigentlich kam er von der Idee her, auch Gold machen zu wollen, was heute als vollkommen irrationale Veranstaltung gilt. Das wäre meine These. Es ist ein bisschen arrogant, wenn ich mich jetzt in Relation zu Kant setze, aber sollte ich eine Erkenntnistheorie schreiben, würde sie den Titel haben Kritik der unreinen Vernunft. Es ginge also gegen Kants Kritik der reinen Vernunft. Sie nehmen mir die Frage aus dem Mund, was ist denn unrein an der Vernunft? Das hat eigentlich Kleist, der ja ein überzeugter Kantianer war, aber zugleich auch ein analytischer Kantianer, wie es sich gehört, schön rausgestellt. Der zerbrochene Krug ist ja ein reines Kant-Drama. Und was ist der große Skandal, das mit dem Dorfrichter Adam? Ein Richter über sich selbst zu Gericht sitzt. Und die Anspielungen auf Kants Projekte einer Kritik der reinen Vernunft sind unendlich. Der große Skandal, den Kleist aufdeckt, ist, was geschieht? Die reine Vernunft sitzt über wen zu Gericht? Über sich selbst, über die reine Vernunft. Die reine Vernunft analysiert, was sie kann und was sie nicht kann. Und sie kommt natürlich zu dem Resultat, dass sie recht hat. Also, dass man sie nicht überbieten kann, dass sie die beste Erkenntnismethode ist, die wir haben. Es ist aber natürlich ein Justizskandal, wenn der Angeklagte, wenn der Untersuchte, wenn der Verdächtige zugleich derjenige ist, der aufklärt und der richtet. Also im heißen Zentrum des elementar aufgeklärten Projekts von Kant steckt ein zumindest Justizskandal und ein Wissenschaftsskandal. Man sollte allerdings aus Redlichkeit ergründen, dass es ein sinnvolles Projekt ist. Wäre es sinnvoll, Vernunftleistungen aus der Perspektive fanatischer Glaubensüberzeugungen zu analysieren oder von Emotionen her zu analysieren? Nein, wir kommen manchmal in Felder rein, wo wir uns solche pragmatischen Selbstwidersprüche leisten müssen und Ungerechtigkeiten leisten müssen. Man sollte nur ein Bewusstsein davon haben. Man muss halt redlicherweise sich zugestehen, dass die Basis eben nicht die reine, absolute Wahrheit ist, sondern unrein. Dass man da schwimmt. Ja? Es ist die reine Wahrheit über die reine Vernunft, dass sie unrein ist. Das sind dann solche Paradoxiegestalten, in die man hineingerät. Eine ganz wichtige Frage in der Wissenschaft ist ja die nach dem, warum wir immer überhaupt verstehen. Also eines Ihrer ganz frühen Bücher, das ich sehr schätze, trägt den Titel Die Wut des Verstehens. Woher kommt diese Wut, verstehen zu wollen, die sich dann selbst in den Geisteswissenschaften, in der Hermeneutik äußert? Sie kommt natürlich aus der elementaren Erfahrung, die ich jetzt gerade wieder beobachten mache, weil ich stolzer Großvater von 6 Enkelkindern bin. Ja. Ich muss und will das doch stolz erwähnen, dass man etwas nicht versteht. Kinder fangen ja wirklich an, der Welt staunen zu begegnen mit der Frage, was bedeutet das alles? Warum machen die Erwachsenen das jetzt? Warum reden die so? Warum gibt es das zu essen und nicht was anderes und dergleichen mehr? Warum reden sie darüber nicht? Ja. Also wir versuchen am laufenden Band das zu verstehen, was wir nicht verstanden haben. Sonst müssten wir ja keinen Aufwand betreiben. Es wäre ja nicht nötig, einen Text zu interpretieren, wenn er nicht interpretationsbedürftig ist. Also Verstehen setzt immer das Unverständnis, das Nicht-zu-Verstehende voraus. Das elementar nicht zu Verstehende ist die Kontingenz der Frage, warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts? Oder warum bin ich, Jochen Hörisch, an dem Tag als Kind dieser Eltern geboren worden und nicht als Goethe oder Einstein oder dergleichen? Mehr wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Das kann ich nicht verstehen, aber je weniger ich es verstehen kann, desto mehr will ich es verstehen. Und also kann ich auch abdriften in Bereiche dies und jenseits der Wissenschaften, in Esoterik. Oder ich kann eben religiös und fromm werden und eine nicht sehr originelle Antwort bringen, der liebe Gott hat es so gewollt, aber das ist keine befriedigende, intellektuell befriedigende Antwort.
Ja, vor allem, warum hat er es so gewollt? Das ist dann die nächste Frage. Ja. Kann man über Gottes Willen überhaupt sprechen? Aber das Interessante ist, ich hatte gerade die Hermeneutik angesprochen. Hermeneutik ist ja die Wissenschaft, wenn man so will, vom Text verstehen. Wie interpretiere ich Texte? Und ist mir aber auch eben damals anhand Ihres Buches bewusst geworden, Hermeneutik leitet sich von Hermes ab. Jetzt ist Hermes ja aber der Gott der Diebe. Also Hermes ist ja nicht eine Lichtgestalt im eigentlichen Sinne, sondern eine sehr zwielichtige Gestalt. Er ist nicht nur der Gott der Götterbote, sondern er fängt sein Leben damit an, dass er Apoll seine Rinderherde klaut. Das auch noch, diesen Diebstahl auch noch verschleiert. Also wie ist das jetzt einfach eine falsche Etymologie, die einfach wunderschön passt, weil ja eine Interpretation, um die Hermeneutik jetzt zu diskreditieren, oder steckt da doch ein bisschen Wahrheit auch in dieser Interpretation und diesem Rückbezug auf den Hermes? Es ist wohl in dem Sinne keine falsche Etymologie, dass wir schon bei Platon im Kratylos-Dialog das Wortspiel finden, Hermes, Hermeneutik. Und natürlich haben Sie vollkommen recht, die griechischen Götter sind alle miteinander sehr, sehr, sehr suspekt. Das ist ein ziemlich munterer Halotria-Haufen. Keiner aber treibt es so schlimm wie Hermes, der ja zuständig ist für das Verstehen, für die Kommunikation, für die Botschaftenüberbringung. Er ist ja der göttliche Postbote. Die Flügel an den Flügeln dargestellt. Ja, nicht? Und er ist, wir wollen es nicht vergessen, Sie haben es ja schon erwähnt, der Gott der Diebe und der Kaufleute. Natürlich auch eine böse Pointe, dass er für Diebe und Kaufleute gleichermaßen zuständig ist. Und das ist also die Gründungsfigur, auf die sich die Hermeneutik beruft. Der kritische Blick wäre natürlich dann derjenige, dass man sagt, der Sekundärliterat, der die großen primärliterarischen Werke deutet, Dante, Goethe, Shakespeare, was auch immer, ist der freche und unseriöse Hermes, der sich das aneignet. Der Sekundäre will der Primäre werden. Der Interpret sagt, was der Text eigentlich zu sagen hat. Hermeneutik ist ein durch und durch, das hat schon Nietzsche erkannt, problematisches Geschäft, weil in ihr ein deutlicher Wille zur Macht, zur Deutungsmacht, zur Geltung kommt, aber immer im bescheidenen Gestus. Ich, der ich es gar nicht wert bin, interpretiere ja nur Shakespeare, Dante, Goethe, wen auch immer. Das ist die Hinterhältigkeit von Hermes. Er tut so, als wenn er der Diener wäre, der brav die Botschaften der Götter überbringt, vom einen Gott zum nächsten, der dabei aber manipuliert auf Teufel komm raus, so wie in der wunderbaren Geschichte, die Sie erwähnt haben. Er klaut Apoll, seinem Bruder, die Rinderherde, macht dann die Hufeisen verkehrt rum, sodass Apoll in die falsche Richtung läuft. Ein Trickser und ein Täuscher vor dem Herrn. Ja, nun ist doch aber immer so, dass jeder Schüler, der in der Schule ein Gedicht interpretieren muss, bekommt in der Regel von seinem Lehrer gesagt, das sei ja ganz nett, das sei aber falsch interpretiert. Gibt es, sage ich mal ganz bloß, überhaupt falsche Interpretation? Oder eine richtige Interpretation setzt ja eigentlich so einen Wahrheitsbegriff voraus? Also ich versuche schon, auch in einem heiklen Gebiet wie den Geisteswissenschaften so präzise und prägnant zu sein wie möglich. Und es gibt falsche Interpretationen. Wenn einer durch Hannover läuft, mit einer Kalaschnikow in der Hand und Zufallspassanten niederschießt und dann befragt wird, was sein Motiv ist, und er sagt, ich habe die Bergpredigt gelesen und so habe ich sie halt interpretiert als Aufforderung zum Massenmord, dann kann man mit Gründen sagen, Junge, du hast da was falsch verstanden. Das ist keine zulässige und haltbare Interpretation. Interpretationen sind belegpflichtig und man kann sie auch falsifizieren. Bleiben wir bei dem Beispiel Hermes. Wir haben eine Hermesfigur in Goethes bedeutendstem Roman, den Wahlverwandtschaften. Der hat auch diesen sprechenden Namen Mittler. Er trägt alle Attribute des griechischen Gottes Hermes. Und wenn dieser Mittler auftaucht, dann geschieht immer Schreckliches, dann wird gestorben bei der Taufe des Kindes und der alte Geistliche stirbt und so weiter. Wir haben also einen Menschen, der so eine Art Habermasianer avant la lettre ist, der immer nur Gutes bewirken will, der verständigen will, der ausgleichen will, der vermitteln will und der richtet bloß Unheil an. Man kann die Figur des Mittler in den Wahlverwandtschaften nicht so interpretieren, dass man sagt, Goethe hat der Hermeneutik gehuldigt. Das ist nicht möglich. Man blamiert sich dann als Interpreter. Mehr schwer an Mephisto. Der Geist, der stets das Böse will und stets das Gute schafft. Und bei ihm ist genau umgekehrt. Er will stets das Gute schaffen und erreicht stets das Böse. Ja. Ich greife das Beispiel Mephisto sehr, sehr gerne auf, weil man dann zum Beispiel verbindlich als Interpret, der aber interpretationskritisch verfährt, zeigen kann, dass Goethe nichts anderes macht, als Mephisto Worte von Adam Smith in den Mund zu legen. Ich bin ein Teil von jener Kraft, stets das Böse will, stets das Gute schafft, heißt Paraphrase von Mondeville, Bienenfabel und von Adam Smith. Ihr dürft egoistisch sein, ihr dürft andere über den Tisch ziehen, ihr dürft andere ausbeuten. Ihr dürft also all das machen, was im christlichen Tugendkatalog eigentlich verboten ist.
weil wichtig ist, was hinten rauskommt, sagte Bundeskanzler Kohl immer so schön, insgesamt der volkswirtschaftliche Wohlstand steigt. Und dass das keine gewaltsame Interpretation ist, zeigen dann, so verläuft unser philologisches Geschäft, zwei weitere Stellen. Der Teufel ist ein Egoist und tut nicht gern um Gottes Willen, was einem anderen nützlich ist. Reiner Adam Smith, der da artikuliert wird, ja, bei Goethe im Faust. Adam Smith sagt da eindeutig, der Bäcker gibt dir kein Brot, lieber Brot. Mann, weil er dir was Gutes tun will, sondern weil er sich was Gutes ganz tun genau. will. Ganz genau, und der Maurer mauert so. Nicht und dergleichen mehr nicht. Genau. Also, das wäre so für mich ein klassisches Beispiel in sehr anspruchsvollen Texten. Dazu gehört Goethes Faust ja ganz zweifellos mit dazu. Richtig, in der höheren Mathematik der Germanistik sind wir dann bei der dritten Stelle, wo Mephisto sagt, ihr könnt mich auch Old Iniquity nennen. Diese rätselhafte Stelle, sind Engländer hier, Quatsch, sind Briten hier. Briten reisen viel. Ja, Briten reisen viel. Nicht? Da haben wir die dritte große massive Anspielung. Und Old Iniquity ist ein bisschen altertümliches Englisch, aber es heißt so in etwa, ich bin Anhänger des Prinzips der Ungleichheit. Nicht? Ich finde Ungleichheit klasse. Wird auch gern mit Bosheit übersetzt, die Iniquity. Ja, später ja dann. Man darf Bosheit. Sie haben jetzt schon den Mephisto angesprochen. Wir waren bei der Vernunft. Es gibt da diese wunderbare Stelle, wo Mephisto mit Gott spricht, wo er dann sagt, ein wenig besser, also spricht über den Menschen, ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt es Vernunft und braucht es allein, um tierischer als jedes Tier zu sein. Also, Wasser auf die Mühlen meiner These von der Unreinheit der Vernunft. Richtig, genau. Und darum ist eben auch die Frage, kann es, wenn man jetzt Texte interpretiert, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu interpretieren. Es gibt auch in einem bestimmten Rahmen, Sie haben es richtig gesagt, man kann die Bergpredigt nicht als Aufforderung zum Massenmord sehen, genauso wenig, wie man den Koran zwingend so interpretieren muss, als muss man jeden Ungläubigen gleich erschießen. Aber gibt es nicht auch verschiedene Interpretationen, die parallel sind? Weil auch eine Interpretation trägt immer auch was in den Text hinein. Also ein Text ist ja nicht, man kann sich einen Text zu eigen machen, indem ich über ihn herrschen will, indem ich ihm Gewalt antue. Ich kann aber versuchen, einen Text für mich produktiv werden zu lassen. Ja, das ist ja das Eigentümliche im sogenannten geisteswissenschaftlichen Geschäft, dass sie nicht Diskurse verknappt, sondern vervielfältigt. Der Interpret stellt ja neben den Faust noch eine Interpretation des Faust. Und das ist ja nicht die erste Interpretation des Faust, sondern die zehntausendste. So wie Literatur ja nicht dafür sorgt, dass die wahren Sätze rausgefischt werden und die unwahren abgetrieben werden, sondern es werden ja bewusst verlogene Texte, die nicht wahr sein müssen. Was in Romanen steht, weiß jeder, muss nicht der Wirklichkeit entsprechen. Genau. Ist fiktiv, es ist kein Faktum, sondern es ist ein fiktives Geschehen, das da geschildert wird. Kurzum, Wissenschaft, Hardcore-Wissenschaft, sogenannte Naturwissenschaft, mathematische Wissenschaft, unterscheidet zwischen richtigen und falschen Sätzen. Und die falschen werden natürlich diskriminiert und ausgesondert. Das Irre ist, dass die Geisteswissenschaften, die philosophischen Texte, aber auch die literarischen Texte, aber natürlich auch Bilder und Musikstücke, immer sagen, zu all dem, was es gibt, gibt es auch Varianten, auf die zu achten, sich auch lohnt. Also es werden Texte nicht verkleinert, nicht aus dem Verkehr gezogen, nicht verringert Anzahl, sondern vermehrt Anzahl. Und von daher ist es natürlich auch legitim zu sagen, Geisteswissenschaften arbeiten daran, Texte zu vervielfältigen. Und man kann etwas so oder so sehen. Das blödeste Beispiel ist halt, ob das Glas ist. Und es ist definitiv mehr als halb leer getrunken, nicht? Aber ein Glas halb voll oder ganz voll. Immerhin noch für uns voll. Deutungen sind nicht ableitbar. Interpretationen sind belegpflichtig. Also ob ich aber sage, das Leben ist eine Zumutung oder ich finde, das Leben ist grundsätzlich schön, obwohl es Probleme birgt, ist keine These, die man wissenschaftlich belegen kann. Ich kann keinem, der auf dem Weg in den Suizid ist, sagen, guck mal, du bist aber blöd, das Leben ist doch wunderschön, damit helfe ich dem Mann nicht. Er sieht es einfach schlechterdings anders. Wir waren jetzt davon ausgegangen, dass sich Literaten verständlich machen wollen, dass sie uns was erzählen wollen. Jetzt gibt es ja auch das Phänomen, dass es Texte gibt, Menschen oder auch Autoren gibt, von denen man das Gefühl hat, die wollen sich überhaupt, so wie die sich ausdrücken, die wollen sich doch gar nicht verständlich machen. Sie hatten immer das Beispiel von dem Seminar Encore erwähnt, in dem Interview, das wir mal geführt haben vor längeren Jahren. Können Sie das nochmal erklären? Ja. Warum? Ich mache einen kleinen Umweg, wenn ich darf. Gerne. Mach's ja schon. Mich hat immer irritiert bei Einführungsvorlesungen in die Germanistik oder auch bei Kongressbeiträgen von berühmten Kollegen, dass wir immer sagen, großartig, die Germanistik trägt zur Verständigung bei. Und mein Gegenargument war immer, mein Gott, man kann doch nicht trockenen Auges behaupten, dass ein Gedicht von Celan oder von Hölderlin oder das Faust II ein leicht verständlicher Text ist oder Zettels Traum von Arno Schmidt. Das Gegenteil ist doch der Fall. Es wird Verständigung immens
erschwert. Und deshalb war ich so beeindruckt, jetzt bin ich bei Lacan, dem berühmt-berüchtigten französischen Psychoanalytiker und durchaus auch Philosophen und Logiker, das wollen wir nicht vergessen, bei dem ich das Glück hatte, 72, 73 in der Encore-Vorlesung, im Encore-Seminar zu sein. Und das hat mich, der ich von der ordentlichen deutschen Uni kam, in der surrealistischen Qualität des Auftritts extrem beeinflusst und bis heute, ich will nicht sagen traumatisiert, aber fasziniert und irritiert. Und Lacan, sehr elegant, so ein Jean Gabin-Typ mit so einer Camembert-Stimme, hatte einen vollkommen überfüllten Hörsaal, ging immer, heute undenkbar, mit zwei schönen Frauen dann im Foyer auf und ab, hat die abgetatscht und. Also es war übergriffig, würde man heute sagen. Alle guckten so ihm dazu, als Bo, ja, französisch, lasziv, frivol und so weiter. Mit welcher Frau ist er denn heute hier angetanzt und dergleichen mehr. Und dann ging er auf sein großes Podium und tausend Leute, Wahnsinn, schauten ihm dabei zu. Er machte sehr elegant so eine silberne Schachtel auf. Und da waren, ich bin kein Raucher, aber diese krummen Hunde, so zerknüllte Zigarillos scheint es zu geben. Ich finde es seltsam. Und rauchte. Dann stand Lacan in aller Unverschämtheit und Frechheit da und ließ sich von 1000 Leuten zugucken, wie er oben auf dem Podium nichts sagte, sondern einfach nur Luft produzierte, Rauch produzierte. Und dann fing er immer sehr exzentrisch an zu sprechen. Und eine exzentrische Sitzung habe ich noch absolut in Erinnerung und schwöre bei allem, was mir heilig ist, das ist nicht viel, aber was mir heilig ist, ist mir heilig, dass er anfing, ich muss es jetzt einfach auf Französisch machen, ich übersetze es dann geschwind. Der Titel der Vorlesung war Encore, also noch, ein seltsamer Titel für eine Vorlesung, noch nicht über Freuds Triebtheorie oder sowas, sondern noch Encore. Und er fing immer an, indem er sagte, aujourd'hui le docteur Lacan va lire encore. Heute, er sprach von sich selbst in der dritten Person, wird der Dr. Lacan noch lesen, noch weiterlesen. Aujourd'hui, il va lire de l'autre, Satisfaction de la femme, encore. Nicht heute wird er noch weiter über die andere Befriedigung, Satisfaction, Satisfaction der Frau reden. Und dann ging seine Stimme in eine Klimax. Je vais lire aujourd'hui encore de l'autre, Satisfaction de la La, 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 femme. Also er machte nun phonetisch sehr eindeutig einen Orgasmus nach. Ich werde über die andere Satisfaktion der Frau heute sprechen. Und das waren solche von performativen her, von surrealistischen Qualitäten her gesehen, eben inakzeptable, aus heutiger Sicht sowieso, aber damals auch schon grenzwertige, schwer verständliche Selbstinszenierungen, zumal er dann eben auch noch sagte, ich werde das als Mann tun, denn man kann nicht von einer anderen Position als von der des Phallokraten über und als weiß ich nicht was, er redete sich mit einem Wort unverständlich um Kopf und Kragen und es war herrlich. Und alle fanden es klasse. Alle fanden es klasse, heute unvorstellbar. Ja, wirklich unvorstellbar. Aber eigentlich ist das so eine Art von paradoxalem Vorgehen. Ja. Und Ihr neuestes Buch, so kann ich jetzt ganz einfach den Bogen schlagen, hat nämlich ja auch genau das Paradox zum Thema. Ihr Buch hat den Titel Kann ein allmächtiger Gott sterben? Luthers Lust an Paradoxien und ihre Folgen. Darin entwickeln Sie einige interessante Paradoxien, die wirklich bedenkenswert sind. Die Frage ist natürlich, kann ein allmächtiger Gott, also zum Beispiel, kann ein allmächtiger Gott einen Stein erschaffen, der schon so schwer ist, dass er ihn selber nicht heben kann? Kann er ihn erschaffen? Kann er ihn nicht heben? Ist er nicht allmächtig? Kann er ihn heben, aber es kann also einen solchen Stein nicht erschaffen, ist er auch wieder nicht allmächtig. Ja, was jetzt? Ja, es fällt ja wirklich an der Theologie auf, dass wenn man nicht super fromm ist und Denkverboten unterliegt, die Theologie gewissermaßen extrem paradoxieaffin sein muss. Und sicherlich ist das allergewichtigste Paradox, das den lieben Gott umgibt, die Frage, ob ein allmächtiger Gott sterben kann. Wenn er nicht sterben kann, dann wäre es seltsam, dass wir sterblichen Menschen in einer sehr wichtigen Hinsicht etwas können, was dem lieben Gott versagt ist. Nur kurz, um noch schnell einzufallen, Philipp Mainländer betrachtet die Welt ja als den Sterbeprozess Gottes. Also die Welt, so unser Leben, ist die Kadaverisierung Gottes, so heißt es. Genau. Gott hatte die Schnauze voll von dieser Welt, er will sterben. Und sagt, Freunde, das war's. Genau. Ja. Und letzte Verwesung, mir halt die Verwesung Gottes, also genau das. Ja. Das sind so hegelsche Wortspiele, nicht? Das Wesen ist die Verwesung, nicht? Das Zeit
alles seinsmäßiger affiziert und für die Verwesung des Seins sorgt. Ist das, was am Sein wesentlich ist? Denn Sein ist zeitlich verfasst. Das sind so Überlegungen, an denen Heidegger dann weiterspinnen wird. Also wir sind extrem in der Sphäre der wirklich harten, schwer zu lösenden oder eben gar nicht zu lösenden Paradoxien. Hat mich schon als pubertierenden Jungen, ich bin protestantisch groß geworden, ohne gläubig zu sein, aber konfirmiert, hat mich das immer irritiert. Das Oster- und Kreuzigungsgeschehen ist ja von erlesener Grausamkeit. Nicht? Würde man in der Sadomaso-Szene verkehren, müsste man ja sagen, oh, ist ja wirklich fein. Man guckt sich die Kreuzestationen an in katholischen Kirchen und denkt, verdammt nochmal, da geht es aber heiß zur Sache. Das ist ja nicht recht feierlich. Im sogenannten Kruzifixstreit in Bayern oft Thema von Pädagogen, die sagen, hängt hier ein Folterinstrument an die Wand. Und dann kommen solche Sätze wie, also hat Gott die Welt geliebt, dass er diesen Foltertod seines Sohnes zugelassen hat. Liebe Leute, man kann das machen, das ist theologisch gesehen eine hochspannende Angelegenheit. Aber dass es ein Paradox ist, dass Gott seinen Sohn auf grausamste Art und Weise foltern lässt, zu Tode foltern lässt, aus Liebe, nicht? Würde ich mal sagen, mein Gott, geht es nicht auch ein bisschen kleiner? Das finde ich aber eine sehr strange Angelegenheit. Nicht? Eines der allergrößten theologischen Paradoxien ist natürlich, dass es ganz, ganz offenbar ist, dass Gott nicht offenbar ist. Sonst bräuchte man nicht an ihn glauben. Und sonst gäbe es nicht 100.000 Religionen. Wenn der Gott allmächtig wäre und sich in der Weise der mathematischen Evidenz offenbaren könnte, könnte es ja nicht 100.000 Religionen geben. Die gibt es aber. Also ist offenbar, dass Gott nicht offenbar ist. Sehr kluge Theologen und viele Theologen sind, weil sie sich in paradoxalem Gelände bewegen, sehr, sehr klug. Ich will ja gar keine Theologenschelte machen. Machen dann tolle Theologien des Deus Absconditus, des leidenden Gottes, des mit den Menschen leidenden Gottes und so weiter. Man kann also schöne Theologomina daraus ziehen, aber man kann damit natürlich auch die elementar provokante, zum Teil unverschämte, ich sage bewusst und wiederhole, unverschämte Paradoxielastigkeit der Theologie ausblenden. Und dann versündigen sich Theologen an Gott. Allein auch so ein Paradox ist ja schon bemerkenswert, wird aber selten thematisiert. Theologen sind diejenigen, die den Letztbeobachter, denn als solcher wird Gott konzipiert, ihrerseits beobachten. Der Theologe weiß, Ratzinger Benedikt weiß, was der liebe Gott will. Nicht? Er beobachtet den lieben Gott und stellt sich damit über Gott. Natürlich würde er drei Kreuze machen und sagen, um Gottes Willen, so ist das nicht gemeint. Aber unterhalb dieser Paradoxie ist Theologie nicht zu haben. Sie unterwirft den paradoxen Gott einer Logik. Sie macht Gott zum Fall von theologischen Aussagen. Der Letztbeobachter wird seinerseits beobachtet, dann aber ist er kein Letztbeobachter. Das ist also genau die spannende Theorie an Ihrem Buch, oder besser gesagt die spannende These an Ihrem Buch, dass Sie sagen, Luther war mit seiner Bibelübersetzung und mit seiner Reformation deswegen so erfolgreich, weil es ihm tatsächlich gelungen ist, diese Paradoxien ernst zu nehmen. Er hat sie nicht versucht, zur Seite zu schieben. Ja, das muss man halt glauben, das ist halt so. Oder das übersteigt den Verstand des Menschen. Sondern er hat die konsequent ernst genommen. Genau. Also unabhängig davon, wie man sonst Luther schätzt oder verdammt, wie auch immer, wird man sagen können, dass er schlechterdings theologisch punktet, wenn er sagt, schminkt euch den Aristoteles ab, der bei Thomas von Aquin sozusagen mit Christentum kompatibel gemacht wird. Ein heidnischer Philosoph, katholisch annektiert. Ja, es ist unerträglich. Man kann keine konsistente Christologie hinkriegen. Das ist nicht drin. Das Christentum ist extrem Paradoxie geneigt. Billigstes Beispiel wäre eine jungfräuliche Mutter. Man kann das sagen, aber man kann nicht ernst genommen werden will, wenn man sagt, eine Frau hat geboren und ist danach noch weiter Jungfrau. Ich kann nicht sagen, dass ein Kreis zugleich ein Rechteck sein kann. Ich kann es sagen, aber ich ziehe mich damit aus dem Verkehr ernstzunehmender Argumentierer. Also das ist die zweite Paradoxie, dass Sohn und Vater gleichaltrig sind, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn Gott einen Sohn hat, dann ist ein Sohn verdammt noch mal jünger als der Vater. Es ist sinnlos zu sagen, Vater und Sohn sind gleichaltrig. Aber so geschieht es ja nun eben, nicht mit der jungfräulichen Mutter und dergleichen mehr. Also wir haben eine ganz bewusste Suche, eine provokante Suche nach Paradoxien im Christentum. Und Luther hat dann die großartige Qualität gehabt zu sagen, ja, Christentum ist paradox, es ist keine konsistente Philosophie, es ist keine konsistente Theologie. Simul justus et peccator ist der Mensch, er ist zugleich Sünder
Und er ist gerechtfertigt. Justus gerechtfertigt. Mhm. Und so geht es weiter. Und ich wundere mich da wiederum auch bei klugen evangelischen Theologen, dass eine verdammte interne Paradoxie bei Luther selbst eigentlich selten thematisiert wird. Auch Leute, die theologisch nicht sonderlich gebildet sind, ich muss mich leider selbst da als nur allenfalls viertel- oder halbgebildet charakterisieren, fällt eigentlich selten auf, dass das berühmte Sola-Denken von Luther ja in sich widersprüchlich ist. Das lernt man ja im Konfi-Unterricht oder im Religionsunterricht, Sola Scriptura, allein die Schrift, Sola Gratia, allein durch die Gnade Gottes, Sola Fide, allein durch den Glauben werde ich gerechtfertigt, Solus Christus, nur durch Christus bin ich gerechtfertigt. Dann haben wir aber ein vierfaches Sola oder Solus. Man kann nicht viermal sagen, entscheidend ist allein und ausschließlich etwas, aber das zweite auch, das dritte auch, das vierte auch. Also bis hin in seine große und wirkungsmächtige Rhetorik bedient sich auch Luther des Mittels der Paradoxie, um den heißen Kern seiner Theologie zu vermitteln. Habe ich es jetzt richtig verstanden, wenn ich, oder Ihr Buch richtig verstanden, wenn ich sagen würde, in dieser Akzeptanz der Paradoxie, in der Weigerung, diese Paradoxien aufzulösen, zu einer einzigen Wahrheit aufzulösen, darin bildet sich das Leben ab. Und das macht auch einen großen Teil der Lebensfreundlichkeit dann aus. Dass man eben nicht diese Widersprüchlichkeit, die ja jedem im Leben begegnet, immer wieder. Luther zählt ja mit zu den großen Gründungsfiguren der Neuzeit, mit Kopernikus, mit Kolumbus, mit Gutenberg und dergleichen mehr. Und das starke Signal, das von Luthers Theologie ausgeht, ist, Leute, in der Neuzeit müssen wir akzeptieren, dass Mensch zu sein heißt, in Widersprüchen zu leben. Wir sind kein aufgeschlagenes Buch, wir sind ein Mensch in seinem Widerspruch. Das ist zwar nicht von Luther, aber von einem guten Lutheraner, ich glaube Konrad Ferdinand Meyer. Und das ist sozusagen die geschichtsphilosophische Botschaft, die heiße Botschaft, nicht die frohe Botschaft, aber die heiße, die aufregende Botschaft, die rüberkommt. In der Neuzeit leben heißt, mit Paradoxien rechnen und umgehen müssen. Das ist ja auch ein bisschen der Grundansatz der Hermeneutik von, also des Gründervaters der modernen Hermeneutik von Schleiermacher, der eben auch sagt, Interpretation, also eigentlich muss man auch dazu sagen, die moderne Hermeneutik kommt ja eigentlich her von der Idee, so war es bei Schleiermacher, ja auch die Schrift zu interpretieren. Es ging darum, den Kern der Schrift zu finden. Und er kommt dann zu dem Punkt, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt, dass jede Interpretation eben ein produktives Geschäft ist, dass man eben was Eigenes mit beiträgt. Ja. Der Titel meines Buches ist ja übrigens geklaut, einbekanntermaßen geklaut, die Wut des Verstehens, ist eine Formulierung vom frühen, noch vorhermeneutischen Schleiermacher. Und der sagt, in dem Maße, wie er den lieben Gott, der eigentlich Unverständliche ist, in seiner ganzen Paradoxie-Verfasstheit, den verstehen zu wollen, heißt, dass ihr das, was nicht verständlich ist, einer Wut des Verstehens unterzieht. Also was ich gerade polemisch über das theologische Geschäft gesagt habe, ist eigentlich von Schleiermacher her inspiriert. Schleiermacher war bewusst, dass die Theologen ein diabolisches Völkchen sind. Weil sie selber Theologe war. Er war Theologe. Wovon er spricht, ne? Er wusste, Theologe zu sein, heißt Dialektiker sein zu müssen, sich in Widersprüche verwickeln zu müssen und den lieben Gott einer Logik zu unterwerfen. Das aber macht dann, wie in Goethes Faust, Mephisto. Er beobachtet als Mephisto den lieben Gott. Theologie ist mephistophelisch. Und die Konsequenzen, die dann daraus zu ziehen sind, reichen natürlich unglaublich weit. Man wird einfach sensibilisiert für die unendlich vielen Paradoxien, die die Neuzeit so faszinierend machen. Ich bin alles andere als ein Modernitäts- und Neuzeitverachter. Ich würde nicht ernsthaft gerne in der Spätantike oder im Mittelalter gar leben wollen. Aber so Paradoxien, wie das die großen Befreier, Jakobiner, nachher die großen Unterdrücker werden. Und ja, dass die Fortschritte, die Befreiungsbewegung ja auch heutzutage noch beobachten kann. Ne? Oder dass die Konservativen eigentlich alles revolutionieren. Am revolutionärsten ist der Kapitalismus, macht Marx deutlich dann, nicht? Der alles umwälzt, alles verdampfen lässt. Die kreative Zerstörung. Die kreative Zerstörung, die übrigens auch ein theologisches Motiv ist, nicht? Das Leiden Christi am Karfreitag ist eine kreative Zerstörung. Das ist ein genuin theologisches Motiv, dass der Kapitalismus aufgreift. Auch das ist übrigens in Ansätzen Luther schon bewusst, dass eigentlich alle Kategorien des neuzeitlichen Wirtschaftens theologische Kategorien sind. Erlösung kommt von Erlös, nicht Kredit kommt von Credo, Schuldner, Gläubiger, Offenbarungseid, Wertschöpfungskette,
Selbst die sogenannte Transsubstantiation, also die, ja. das, wenn der Priester sagt, das ist der Leib Christi, also in dem Moment, in dem sich tatsächlich diese Hostie, dieses Brot in den Leib Christi von den Christen, verwandelt sich das wirklich in den Leib Christi, ist ja auch ähnlich wie, ja. wie das Geld, dass ich in dem Moment, wo ich es einlöse, bekomme ich ein Brot dafür. Ja. Das ist ja vielleicht der heiße Kern, den wir auch gerade Corona-Krise und Defizit-Spending und Brüsseler Konferenz haben, 1,5 Billionen rein. Das ist eine unvorstellbare Summe. Dass in der Geldsphäre die Transsubstantiation klappt. Wir sind gerade in Salat essen gegangen, nicht, und haben dann 40 Euro für zwei Leute mit Getränken rübergereicht. Und siehe da, aus diesem Schein, aus diesem Zeichen, ist tatsächlich ein Getränk geworden. Und, ein voller Bauch geworden. Das soll einfach heißen, man kann ja mit Fug und Recht bezweifeln, ob die Transsubstantiation klappt, ob der Wein jetzt wirklich Christi Blut ist und die Hostie wirklich Christi Leib ist und nicht bloß bedeutet. Die Transsubstantiation im kapitalistischen Wirtschaften klappt. Aus einem Zeichen wird ein realer Wert oder eine reale Dienstleistung. Aus einem Zeichen für einen Wert, das auch noch der Inflation unterworfen ist, das seinen Wert verändert. Es kann auch plötzlich mehr wert werden. Es gibt auch Währungen, die plötzlich mal mehr wert sind im Verhältnis zu anderen. Also da funktioniert das Ganze dann. Das ist ja schon eine äußerst spannende These. Wir kommen schon langsam zum Ende unserer Zeit. Was würden Sie denn für einen Umgang mit Paradoxien empfehlen? Würden Sie empfehlen, ich meine, es gibt ja eine Lösung von Søren Kierkegaard, der sagte, creo quia absurdum, also auf Deutsch, ich glaube gerade, weil es absurd ist. Wenn es nicht absurd wäre, bräuchte ich es ja nicht glauben, dann könnte ich ja irgendwann vielleicht mal ein Wissen erreichen. Das ist der Glaube der Hardcore-Naturwissenschaftler. Ja. Irgendwann wissen wir, wie es funktioniert. Dann gibt es ein paar Softere, die sagen, bestenfalls werden wir die Gesetze herausfinden, die Gott geschaffen hat. Was war vor dem Big Bang und solche Dinge? Genau, also man kann ja unendlich weiterfragen. Aber wie würden Sie empfehlen, mit den Paradoxien des Lebens und den Paradoxien des Lesens umzugehen? Ich würde erst mal sagen, schaffen wir Ordnung und stellen wir fest, dass wir in der Philosophie, auch in der Theologie, in anderen Disziplinen zwei Grundlinien haben. Einige, die sagen, Paradoxien sind des Teufels und das darf nicht sein. Das wäre sozusagen Aristoteles über analytische Philosophie bis hin zu logifizierten Argumentationsmodellen, aber natürlich durchaus auch Habermas und Abel, wenn ihr euch in einen pragmatischen Selbstwiderspruch verwickelt, dann fliegt ihr raus aus der Kommunikationsgemeinschaft, dann habt ihr euch selbst exkommuniziert. So wie Abel eben eine halbe, dreiviertel Stunde lang monologisiert hat darüber, wie man dialogisiert. Also über wie man ein Gespräch führt, darauf führt er einen einstündigen Monolog. Ist ja auch schon pragmatisch. Hätte man aber Abel dann gesagt, mein lieber Abel, du hast dich da in einen pragmatischen Selbstwiderspruch verwickelt. Wenn du eine halbe Stunde über die Vorzüge des Dialogs monologisierst, hätte er einigermaßen sauer reagiert. Denn für ihn war ja sich verwickeln in einen pragmatischen Selbstwiderspruch, die Sünde wieder den Heiligen Geist. Und wir haben natürlich die andere Tradition, Platon, Cusanus, Hegel, Heidegger, Adorno, Derrida, nicht, wären etwa einige der großen Namen in dieser Traditionslinie, die umgekehrt sagen, Leute, wenn wir auf Paradoxien stoßen, dann wird es eigentlich interessant. Dann kommen wir in die höheren Gefilde, in denen sich das Denken eigentlich lohnt. Und das ist so gut wie bei allen anspruchsvollen Theorien der Fall, dass man sich in Paradoxien verwickelt. Nicht alle sind schnell auflösbar, einige sind nicht auflösbar. Ich will einfach nur mal ganz schlichtend nennen, wenn man sagt, alles, was geschieht, hat einen hinreichenden Grund. Nihil est sine ratione. Dann ist es fast schon wieder ein schulphilosophisches Argument zu sagen, es wäre doch seltsam, wenn alles einen hinreichenden Grund hätte, nur der Satz vom Grunde nicht. Der ist unbegründet. Es müsste also einen Grund für den Satz vom Grund geben. Dann muss es aber auch einen Grund für den Grund vom Satz vom Grund geben. Kennt man. Regress, ist relativ einfach. Infiniter Regress und dergleichen mehr. Nicht? Was ist, um ein bisschen witziger zu sein, wenn man sagt, keine Regel ohne Ausnahme. Das ist aber ersichtlich eine Regel. Es gilt die Regel, dass keine Regel ohne Ausnahme gilt. Also muss es eine Ausnahme von der Regel geben, dass es keine Regel ohne Ausnahme gibt. Und dergleichen mehr. Dann kommt man also in ganz schön vertrackte Verhältnisse rein. Hegel hat das sehr schön deutlich gemacht mit der doppelten Negation. Wenn man Skeptiker ist, ist es ja auch naheliegend, der Skepsis mit Skepsis zu begegnen. Es wäre ja seltsam, wenn man alles skeptisch beäugt, aber die Skepsis nicht kritisch beäugt. Wir wären ähnlich wie bei Kleist und bei Kant, nicht bei solchen paradoxen und dialektischen Verhältnissen. Sehr aufwendig, ich will es nur andeuten, sind die mengentheoretischen Dilemmata. Also etwa das Kardinalthema der neueren idealistischen Philosophie ist Selbstbewusstsein. Ich, Jochen Höhrisch, weiß, dass ich Jochen Höhrisch bin. Ich gleich ich.
weil, wie Fichte sagt, in dessen Name übrigens das Wort Ich steckt, nicht so wie bei Dieter Henrich, dem großen Selbstbewusstseinstheoretiker der Gegenwart, dem Grand Old Man, auch das Ich in Henrich steckt. Also, das wären so kleine, freche, freudianische, lakanistische Beobachtungen zu den großen Ich-Theoretikern, die wir haben. Wie immer sie auch die interne Struktur des Selbstbewusstseins entwickeln, bleibt es bei der Paradoxie, dass wir ein wissendes Ich haben oder ein gefühltes oder ein thetisches, ein athetisches, wie immer auch, haben. Das Bewusstsein von sich selbst hat, so wie es Bewusstsein hat von einer Kamera, von einem Glas, von einem Buch und dergleichen mehr. Also bin ich die Menge aller Mengen, die sich selbst als Element enthält. Wenn ich nicht in der Klapse landen will, muss ich Jochen Hörisch wissen, dass ich Jochen Hörisch bin. Da bin ich aber Fall meines eigenen Wissens. Ich bin ja aber als der ich gewusst werde, kein anderer als der weiß, dass er gewusst wird. Also wir kommen in solche Selbstbezüglichkeiten rein, die sind ohne Paradoxien schlechterdings nicht zu haben. Das Paradox aller Mengen, die sich ja selber nicht enthalten kann, weil die Menge ist auch wieder eine Menge enthalten. Aber genau diese Mengen gibt es eben. Und dann ist die Frage, wie machen wir da weiter? Und einige sind auf dem Weg des Exorzismus, schlechte analytische Philosophie oder eben auch die Diskursethik, die sagt, um Gottes Willen, Widersprüche schrecklich. Nicht? Wir müssen so lange diskutieren, bis wir uns einig sind. Ja, bis wir Konsens haben. Ist ja auch eine der grundsätzlichen Paradoxien, die man im Umkreis etwa von Konsenstheoretikern, wir sind wieder bei Hermes und bei der Hermeneutik als einer konsenssuchenden Theorie, ich verschmelze meine Interpretation mit dem interpretierten Text. Ersichtlich ist ja Konsens nicht die regulative Idee von Kommunikation, sondern Dissens. Wir reden ja miteinander, weil wir Klärungsbedarf haben, weil wir unterschiedliche Optionen haben. Wenn wir uns einig sind, haben wir nichts zu sprechen. Das ist ja eine Erfahrung, die viele Leute machen, die frisch verliebt sind. Man klappert Gemeinsamkeiten ab, siehst du auch gerne Woody Allen-Filme oder gehst du auch gerne zum Italiener und man sagt ja, dann wird keine leidenschaftliche Geschichte draus. Nicht? Das suchen wir ja auch im Portal, Partnerbörsen, geht, sag ich mal, was ist mir ähnlich. Ja. Oder die alten Eheleute, die sich einfach nichts mehr zu sagen haben. Ist das dann eine gute Ehe, wenn die so viel Konsens haben, dass sie sich nur noch anschweigen? Konsens sorgt für den Kollaps von Kommunikation. Dissens belebt Kommunikation und ist als Dissens die regulative Idee von Kommunikation. Und ich wundere mich, dass auf so einer elementaren Ebene eben wirklich viele einfach aus gläubigen Gründen sagen, nein, Konsens, Verständigung und so ist ein so hoher Wert, da gehen wir analytisch gar nicht mehr ran. Wer so frech argumentiert, wie der Hörisch ist des Teufels, gibt ihm keinen Lehrstuhl oder was weiß ich nicht, was nicht, ja, lest seine Sachen nicht und dergleichen mehr. Wir sind da wieder an dem Punkt, an dem wir angefangen haben, bei der Irrationalität der Wissenschaften. Die wird auf einmal dann eine exkommunizierende Wissenschaft, eine strenge Wissenschaft, das ist nicht mehr rational. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Hörisch. Was stehen bleibt ist, wir müssen nicht nach Konsens streben, müssen auch nicht nach Dissens streben, müssen lernen, Dissens auszuhalten und Dissens produktiv zu machen. Und was kann Dissens produktiver machen als die Beschäftigung mit der Philosophie? In diesem Sinn, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Hörisch, dass Sie den weiten Weg hier nach Hannover gemacht haben. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie wieder Gast bei uns waren, dass ich Gast bei Ihnen sein durfte. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in unserer nächsten Sendung Philosophie im Gespräch. Herzlichen Dank.